Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Maria, ich bin Deutschlehrerin, Aussprachtrainerin und dein Sprachcoach. Das hier ist ein sehr wichtiges Video für alle Deutschlerner, die gut Deutsch sprechen möchten. Leider stelle ich immer wieder fest, dass eine Sache im Deutschunterricht falsch beigebracht wird. Deutsch spricht man genauso, wie man es schreibt. Falsch. Fehlanzeige. Gerade wenn es um den Buchstaben R geht. In diesem Video lernst du, worauf du achten solltest, damit du diesen Fehler nicht machst. Los geht's! Einer Sache würde ich zustimmen. Das Lesen auf Deutsch ist etwas einfacher als auf Englisch. Aber auch im Deutschen gibt es Buchstaben, die wir verschlucken. Die wir also gar nicht aussprechen. Ich würde sagen, dass wir sofort mit Beispielen beginnen. Der Buchstabe R in der Endung ER wird nicht ausgesprochen. Niemals! Auch in meinen Kursen werde ich immer wieder mit diesem Problem konfrontiert. Man spricht eben nicht alle R-Laute aus. Schau mal. Richtig ist es Kinder. Kinder. Und nicht Kinder. Nein. Sprich mir bitte nach. Wenn wir schon üben, dann richtig. Kinder. 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 Dieses E sprechen wir gar nicht aus und das R am Ende wird vokalisiert. Es ist nicht ganz weg, es wird nicht verschluckt, aber es wird nicht mehr als R ausgesprochen. Genau, aber, aber. Noch ein Beispiel. Lass uns auch dieses Wort nehmen. Wir sprechen hier das R am Ende nicht aus. Es ist auf keinen Fall aber. Nein, sowas möchte ich nicht hören. Ah, ah, aber, aber, aber. Das vokalisierte R wird in der Phonetik so markiert. Wir nennen es auch Schwa-Laut. Wenn du übrigens intensiver lernen möchtest, dann bist du auch in meinem Online-Kurs herzlich willkommen. Da üben wir dieses Thema sehr fleißig. Den Link findest du unter diesem Video. Was ist dieser Schwa-Laut? Es ist einfach der neutrale Klang deiner Stimme. Die Zunge, die Lippen und der Kiefer helfen uns gar nicht dabei. Der Laut ist absolut entspannt. Es gibt übrigens zwei Schwa-Laute im Deutschen, aber in diesem Video konzentriere ich mich auf das vokalisierte R. Und wie spricht man sowas überhaupt aus? Dieser Schwa-Laut oder das vokalisierte R geht in Richtung A, klingt aber nicht so kräftig wie ein A, weil der Mund doch etwas geschlossen ist. Ich zeige dir am besten eine Grafik aus meinem Leitfaden zur perfekten Aussprache, den ich extra für meinen Kurs erstellt habe. Die Lippen sind locker geöffnet und ganz entspannt. Die Zunge liegt unten und die Zungenspitze, also das Ende der Zunge, berührt die unteren Schneidezähne. In der Mitte ist die Zunge etwas gehoben, ganz leicht. Der Kiefer ist locker geöffnet. Dieser Laut klingt vielleicht sogar wie ein ganz schwaches O. Also es ist etwas zwischen A und O, aber deutlich entspannter und geschlossener. A. 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 Sprich mir die ganze Zeit nach. Ich hoffe, du kannst dir jetzt besser vorstellen, was dein Mund machen sollte. Warum lege ich so viel Wert darauf? Warum ist es so wichtig? Weil wir es fast in jedem Satz brauchen. Und wenn das Problem auch bei dir besteht und wenn du zukünftig darauf achtest, dann wirst du einfach viel muttersprachlicher, viel deutscher klingen. Du wirst erstaunt sein, wie viel es ausmacht.
Lass uns ein paar einfache Wörter üben, die wir tatsächlich jeden Tag benötigen. Aber, oder, besser oder auch Präpositionen. Hinter, über, unter. Ich lese die Wörter noch einmal langsam vor und du sprichst mir diesmal nach. Bist du bereit? Aber, oder, besser, hinter, über, unter. Es ist aber nicht immer nur die Buchstabenkombination ER, in der wir das R nicht aussprechen. Das R nach einem langen Vokal wird ebenfalls nicht ausgesprochen. Hier sind ein paar wichtige Wörter, die du sicherlich oft benutzt. Sprich mir bitte nach. Mir, dir, wir, ihr, vor, nur, sehr, mehr. Na, klappt's? Und jetzt habe ich eine Übung für dich. Ich habe einen kurzen Text vorbereitet, in dem ganz viele Wörter mit dem vokalisierten R vorkommen. Du wirst jetzt gleich auf Pause drücken und dir überlegen, welches R wir nicht aussprechen. Und wenn du fertig bist, schau dir bitte meine Lösung an. Sobald der Text eingeblendet wird, klicke bitte auf Pause. Also, 1, 2, 3. Super, du bist sehr fleißig. Ich lese jetzt den Text für dich vor und du überprüfst, ob alles richtig war. Es war ein schöner, sonniger Sommertag. Familie Müller war zu Hause. Die Mutter telefonierte mit ihrem Bruder. Der Vater saß am Computer. Die Kinder spielten auf der Wiese. Peter ärgerte die ganze Zeit seine Schwester. Peter, hör auf, schrie der Vater. Aber Papa, sie hat mir den Mittelfinger gezeigt. Ehrlich? Dann geht beide wieder rein. Hat es gut geklappt? Das hoffe ich wirklich sehr. Sehr. Ich hoffe, dass dir dieses Übungsvideo gefallen hat. Ich hatte richtig viel Spaß bei den Aufnahmen und wenn es dir zumindest ein bisschen geholfen hat, dann bin ich mega glücklich. Bleib dran, übe weiter, weiter. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut! Sie zeigt ihm einfach den Mittelfinger. Was für ein freches Mädchen!